Verständnis. Verständnis, was wir für Sie, meine Damen, aufbringen. Sind wir mal ehrlich, Sie kennen die Situation. Alle paar Jahre gelingt es Ihnen, Ihren Gatten zu einem Tanz auszuführen. Und da steht er dann, tump, taumelt er von einem Wiegeschritt zum anderen. Wer wünscht sich da nicht ab und zu mal einen Abklatscher? Und genau den haben wir hier. Hier ist Marcello Ciullo. Marcello Ciullo, das ist kein deutscher Name. Nein, kommt aus Italien. Kommt aus Italien. Du kommst aber aus der Schweiz. Ich lebe in der Schweiz, ja, von Basel. Basel. Ja. Du hast uns etwas mitgebracht. Das ist eben angekündigt, Abklatsche beim Tanz. Damen und Herren, er hat mir einen Werbezettel mitgebracht. Da steht drauf, Taxidancer Ball. Tanzgarantie für alle Damen durch die Taxidancer. Wenn ich mich nun hier als Dame anmelden würde bei euch, was würde mich dann da erwarten? Es erwarten Sie mehrere Tänzer, die Sie zum Tanzen auffordern. Das klingt ja relativ harmlos. Also, du selbst bist Taxidancer. Ja. Was tut ein Taxidancer? Ein Taxidancer, der hat die Aufgabe, die Damen, die in das Lokal kommen oder hier an diesem Ball anwesend sind, zum Tanzen aufzufordern. Und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern gleich mehrere. Hintereinander? Hintereinander, selbstverständlich. Gut, wir haben einen kleinen Film vorbereitet. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, schauen wir uns mal diesen Film an. Komm, das ist auch ein gutes Stink, oder? So. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns im Le Plaza Club. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Taxidance-Obi, Stefan. Als zweiter Patrick. Der Marcello. Und der Roberto. Meine Damen, bitte schön, die Herren stehen zu eurer Verfügung. Die erste ist die erste. Bitte schön, sitzen gut. Warum geht man überhaupt zu den Taxidancern? Weil leider die Schweizer Männer oder allgemein die Männer zu faul sind oder Hemmungen haben und nicht können tanzen. Und wir tanzen beide leidenschaftlich gern. Das ist also super. Aber ich finde es auf einem Weg tragisch für die anderen Männer. Für die Männer? Allgemein, ja. Die verpassen etwas, finde ich. Wir sollten mal genau auf das Detail eingehen. Man kommt dorthin, ihr steht, stellt euch vor, in dem Fall, das war ein Team von 4 Leuten, ihr steht dann da und dann geht ihr aber auf die Frauen zu. Das genau. Heißt, ihr fordert auf. Ja, es sind immer die Taxidancer, die die Damen auffordern. Nur einmal im Abend, da machen wir das ganze Spiel umgekehrt. Ja. Es sind die Damen, die uns auffordern. Das war dieser Auflauf, den wir gesehen haben. Genau. Ja, klar. Aber wie kommt ihr denn dann auf die Damen? Wie wird gesagt, ich gehe zu dieser? Gibt es da irgendwelche Rangeleien zwischen euch? Nein, es ist so, am Abend im Lokal, da kommen ja mehrere Damen. Also, ich weiß nicht wie viele, aber... Wie viel kommen sie auf jeden? Auf jeden pro Abend um die 10 bis 12. Mhm. Und wir teilen uns auf, wie die Kellner eigentlich. Jeder hat seine Tische. Ach so, also da ist der Kollege zuständig. Genau, so ist es. Damit wir den Überblick haben. Ja, ist klar. Ja, und wenn jetzt eine Dame abgetanzt ist? Okay, also abgetanzt finde ich ein bisschen sehr nicht so passend. Mir gefällt. Ja, aber also wenn du jetzt mit einer den Tanz erledigt hast,
Ja, dann geht es folgendermaßen. Wir tanzen dreimal mit derselben Dame. Dann führen sie wieder an den Platz. Also drei Tänze am Stück. Ja, genau. Wir führen sie an den Platz und wir gehen uns und erfrischen uns ein bisschen. Und dann sofort gehen wir und fordern die nächste Dame auf. Mhm. Und das machen wir den ganzen Abend durch. Das heißt also, es wird dann schon gewechselt und es wird vermieden, dass sich einer zu sehr auf eine Dame konzentriert. Ja, mit der Zeit ist es so, dass man in seinem, Revier alle Damen mit allen Damen getanzt hat. Dann spricht man sich ab mit einem Kollegen und dann tauscht man einfach die Tische und hat neue Damen. Passiert denn das Umgekehrte, dass sich Damen auf einen Taxidancer spezialisieren? Ja, es gibt schon ab und zu solche, die sagen, nee, nur mit dem oder nee, mit dem nicht. So mit den Scheinen wedeln? nee. Ja, das dürfen die nicht. Die haben ja eine Eintrittskarte gelöst. Nein, wenn man in das Lokal kommt, als Dame, da bekommt man automatisch so eine Tanzgarantie. Die legen sie dann auf den Tisch. Das ist wie ein Freigetränk praktisch. Ja. Jetzt mal unter uns, Marcello. Du kannst mir alles anvertrauen, nicht? Also, es interessiert mich. Ich möchte einfach wissen, gab es denn schon mal Situationen, wo man sagt, gut, ich habe jetzt dieses Kussverbot, aber da mag es ja wohl Mittel und Wege gehen, wir gehen dann, was weiß ich, wir treffen uns später, da und da oder so. Das ist jedem selber überlassen, aber ich habe dich gefragt, Marcello. Nein, also ich bin noch nie zu so etwas gekommen. Also, das möchte ein leichtes Bedauern. Vielleicht, ja. Du hast dich entschieden, ein Studium zu beginnen. Du willst Wirtschaft studieren. Ich wünsche dir dafür viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst. Marcello Ciullo.